Sag ich, Damian, Torschütze des Siegtreffers gegen den Tabellenführer. Es war ein verdienter Sieg. Absolut, war ein verdienter Sieg. Wir haben wenig Torschüsse zugelassen gegen den Tabellenführer. Genauso stellen wir uns das vor. Ja, was bewirkt dieser Sieg jetzt für die restlichen Spiele? Auf jeden Fall Selbstvertrauen. Wenn wir zu Hause gegen den Tabellenführer gewinnen, dafür spielen wir halt Fußball. Ich glaube, gibt es nichts Besseres, zu Hause gegen den Tabellenführer zu gewinnen. Velimir Jovanovic, 1:0 Sieg gegen Tabellenführer Waldhof Mannheim. Meines Erachtens verdient. Komm, auch deine Chance zu sprechen, musst du eigentlich machen, oder? Wir haben wirklich von vornherein, hat man es, glaube ich, gemerkt. Also du hast als Spieler so dieses Gefühl, dass du direkt so ein Adrenalin spürst, dass die Mannschaft will. Und das gibt natürlich vorne auch einem die Sicherheit und allen Spielern, wenn wir angelaufen sind. Du hast in jedem Zweikampf gemerkt, dass wir eigentlich wollen und dass wir die schlagen wollen. Und wir haben verdient gewonnen, keine Frage, ja, auf meine Chance. Ich glaube, es ist schwieriger, die Latte zu treffen als das Tor, glaube ich, in dem Moment. Aber ich muss auch dazu sagen, solche Phasen als Stürmer gibt es. Ja. Das macht keiner mit Absicht von uns, keiner. Ich persönlich auch. Ich will gerne jedes Spiel gerne treffen. Aber so ist das leider, die Situation. Ich habe mich geopfert für die Mannschaft. Ich bin gelaufen, geackert, habe mein Bestes gegeben. Und letzten Endes wurden wir durch Sarkis sein Tor belohnt dann noch mit einem 1-0. Ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall verdient. Ja, das auf jeden Fall. Was bedeutet der Sieg jetzt für das Auswärtsspiel in Hoffenheim? Ja, wissen Sie, wenn man gewinnt, ist es immer positiv so. Ne? Du gehst leichter ins Training rein. Die Woche gestaltet sich einfach irgendwie einfacher vom Kopf her auf jeden Fall schon. Ne? Okay. Und das war wirklich ein wichtiger Sieg und ein verdienter Sieg. Ne? Ist ein Sieg gegen einen Ex-Verein doppelt so schön? Heute war für mich ein besonderes Spiel. Ich habe 2 super Jahre beim Waldhof gehabt. Ich habe viele Freunde gefunden und damit die schönste Zeit gehabt im Fußball. Okay. Und das war deswegen ein besonderes Spiel für mich und ich freue mich besonders, weil das ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf ist, wenn du einen Spitzenreiter schlägst. Und wenn man das Spiel genauer betrachtet und analysiert, waren wir klar die bessere Mannschaft. Das macht er mich nass hier, weil ich ihn immer nass mache. Ja, Gegner ist heute mal in Ordnung. Ich wollte sagen, besonderes Spiel gewonnen und wir waren die klar bessere Mannschaft. Wir hatten 300-400%ige Chancen, wir müssen höher gewinnen. Und ich bin stolz auf die Truppe. Ja,
habe ich eben schon die Jungs gefragt, was bedeutet das jetzt für die nächste Auswärtspartie und überhaupt für die restlichen Spiele? Gibt das noch mehr Dampf? Ich meine, wir haben in den großen Spielen Offenbach, Elversberg und Waldhof heute immer gezeigt, dass wir gegen die Großen mithalten können, dass wir auch besser waren. Und das Problem war nur im Kopf, ne? Gegen die kleinen Mannschaften hier zu Hause denkst du halt, das läuft. Und wenn du anfängst, 5% weniger zu geben, in der Liga reicht das nicht, weil das ist nur eine reine Kopfsache. Und gegen solche Vereine bist du voll da. Und das ist dann ausschlaggebend und auch der Grund, warum das gegen die Kleinen so lief und gegen die Großen halt so läuft.